Platz. Und da hat Lett Lenzer wieder richtig, richtig weit ausgeholt. Lett Lenzer P14. Monster, Mordsgesäuge. Also Mordsgerät, das ist schon ganz gefährlich. Die einzige Lampe hier, die einen Rückschuss hat. Kann ich. Ja? Und dazu wird überreicht der Wanderpokal des Universumsmeister. Der Aber hat ihn ja jetzt abgegeben, man hat einzig vergessen, er hat 45,50 Meter geworfen, also immer noch Weltrekord. Diesen Pokal dann bitte wieder zurückgeben, wenn er angefragt wird. Ist auch ein Travelbook, ihr könnt ihn gerne discovern. Ich möchte jetzt bitte auf die Bühne bitten, den deutschen Meister im Paddling-Weitwurf 2010, Lüneburg, mit 31,95 Meter. John 909. Ja, John. Jetzt möchte ich aber ein bisschen mehr hören als die anderen Typen, die so ein bisschen verklemmt sind und sich gar nicht das gedacht haben, dass sie ja vor einem Publikum stehen von 100 Leuten. Was sagst du jetzt zu deinem deutschen Meister? Naja, also ich meine, das war jetzt schon lange Bahn geplant. Weil beim letzten Mal habe ich ja richtig gut abgeschlossen. Da habe ich ja... ja. Und ja, Training, klar, Klettern. Kann ich nur weiterempfehlen, ne? Das gibt Armmuskeln. Also hast du das vom Klettern, also wirklich so, ja, so viel Muckis da bekommen, ja? Ja. Wenn man so 10 Meter einen Baum hochklettert? 10 Meter. Oder machst du auch mal 15? Ja, also ich meine, du bist ja Deichhöhe gewöhnt, also das schaffe ich natürlich nicht. Also. Das sind nur Profis. Aber langsam, ich näher mich. Aber so 30 Meter. 30 Meter. Okay, John, ich möchte jetzt die Preise danach überreichen. Nochmal einen Dollar Applaus für John 909, den neuen deutschen Meister. P14 und Len Lenzer und den Wanderpokal des Universumsmeisters. Der Universumsmeister wird einmal im Jahr ausgetragen auf einer Hallig oben an der Nordsee. Könnt ihr sich ja mal bei uns einer melden, wenn da einer mal mitkommen will. Dann nachher. Sagt da mal Bescheid von mir. So, ein Riesenapplaus für den deutschen Meister, Pressefoto. Möchte ich Sie vorher entlassen. Ich möchte jetzt noch eine Veranstaltung ankündigen. Ja, klar. Also wer jetzt noch nachher ein bisschen Lust hat, am Kellerabgang wollt ihr dann noch so ein bisschen die Grundtechniken fürs Klettern zeigen. Wann geht das los? Ja, können wir jetzt gleich hin. Okay, gleich geht's weiter mit John 909, deutschen Meister. Könnt ihr gleich noch Klettern üben. Also vielen Dank und bis bald. Euer Alex.